Sie hat einen 1 Zoll großen Bildsensor und kann Videos im Format 4K UHD und 1080p bei 240 Bildern pro Sekunde machen. Ihr militärzertifiziertes Gehäuse ist wasser- und stoßfest und sie kostet rund 800 Euro. Die RX0 von Sony ist mehr als nur eine herkömmliche Actionkamera für den nächsten Ausflug. Was sie alles kann, das erfahrt ihr in diesem Hands-on-Video von TechStage. Bleibt dran! Zur IFA 2017 hat Sony ziemlich viele Produkte vorgestellt. Neben Smartphones, einem intelligenten Lautsprecher und Kopfhörer gibt es auch die RX0. Wie der Name vielleicht schon verrät, steckt in dieser Kamera die Technik der hochwertigen RX-Reihe, dessen Produkte wie RX100 Mark V oder RX10 großes Ansehen genießen. Die RX0 hat einen 1 Zoll großen Bildsensor mit einer effektiven Auflösung von 15,3 Megapixel. Dazu gibt es eine Festbrennweite mit 24 mm mit einer Blende von f4.0. Die Optik kommt übrigens von Zeiss und beinhaltet 6 Linsenelemente. Der Fokusbereich liegt bei 50 cm bis unendlich und ja, ein Autofokussystem ist mit dabei. Das Gehäuse der Sony DSC RX0 ist nach dem Militärstandard 810G zertifiziert. Es ist stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 Meter mit einer Kraft von bis zu 2000 Newton. Außerdem ist es wasserfest bis 10 Meter, mit einem optionalen Gehäuse sogar bis 100 Meter. Auf der Rückseite sitzt ein Bildschirm mit einer Größe von 1,5 Zoll. Auf dem Stand von Sony hat dieser einen hellen Eindruck gemacht. Wie er sich im Alltag bei Sonnenlicht schlägt, soll ein praxisnaher Test zeigen. Neben Aufnahmen im RAW-Format zeichnet die RX0 Videos auch im S-Log2 auf und ist damit ideal für die professionelle Farbkorrektur in der Post-Production. Gerade deshalb ist sie nicht nur als Actionkamera zu sehen, sondern kann aufgrund ihres Könnens auch vielseitig verwendet werden. Dazu gibt es viel Zubehör von Sony. Als Anschlüsse hat sie nicht nur Micro-USB mit leider nur USB 2.0, sondern auch Micro-HDMI und Eingang für Mikrofone mit 3,5 mm Klinke. WLAN und Bluetooth stehen ebenfalls zur Verfügung, NFC für das schnelle Verbinden dagegen nicht. Zusammen mit dem Akku und der Speicherkarte hat die RX0 eine Masse von 110 Gramm. Das ist GoPro-Niveau. Die Nobel Action-Kamera kann und bietet so viel. Slow Motion mit 1000 Bildern pro Sekunde, Bildprofile, 4K und das Zusammenarbeiten mit mehreren RX0. Gerade deshalb ist der Preis von rund 800 Euro vielleicht irgendwo berechtigt. Wie dem auch sei, wer einfache Sportvideos von sich machen möchte, der sollte lieber bei einer GoPro oder anderen Action-Kameras bleiben. Auch wenn das Verlangen nach dieser Kamera groß ist.